Moin und willkommen zu einer neuen Runde Mannerlords. Neue Runde bedeutet in dem Fall tatsächlich auch ein kompletter Neustart. Ja, wo ich versuchen werde, auf jeden Fall das eine oder andere ein bisschen anders zu machen als vorher. Dass man einige Gebäude und Produktionsstätten vielleicht ein bisschen dichter beieinander. Ich versuche auch das eine oder andere gleich ein bisschen zu beschleunigen. Man hat ja ein bisschen gelernt. So, was mache ich denn zuerst? Oh, wir haben ein üppiges Eisenvorkommen, das ist natürlich nett. Und ein üppiges Vorkommen an Beeren. Naja, okay. Tiere wären mir lieber. So geht's auch. Ich werde das da rüber setzen. Und genauso eine Holzhütte. Dafür können wir hier gegenüber den Bärensammler. Vielleicht auch gleich den Jäger. Dass wir eigentlich so hier aneinander sitzen können. Noch die beiden Lagerhäuser vielleicht. Nee. Der Markt wird ja weiter hier rüberkommen. Jetzt ist das Ding da an. Das Lagerhaus weiter hier hin. So, 1, 2, 3, 4. Mit Erweiterungen hinten. Das passt. So, ich denke, wir werden noch einen zweiten Ochsen dazu nehmen.
Ja, keinen Sinn. Ja, das war blöd. Da passt ja erstmal nur einer. Also irgendwo was gegen machen will, ne? Na gut. Dann baut mal fleißig. Warte mal, der. Gott, der kann auf jeden Fall da noch hin. Who's using the auger? I need to drill holes for the pegs. Das einmal erhöhen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das hat in einem anderen Spielstand schon mal dafür gesorgt, dass ich einen Fehler hatte. Und zwar, obwohl ich genügend Stallflächen hatte, wurde immer angezeigt, dass mir eine fehlt. Also jetzt fehlt ja tatsächlich eine, aber nachher mal gucken. Fehlermeldung dafür weggeht. Ich hätte gerne ein Bauholz.
to hoist this timber to the gable. Where's my other mouth? Das ist da sein. Dann nur die Frage, ob wir das Ding auch noch rechtzeitig fertig kriegen. Bevor der Ochse abhaut. Sehr schön. Das ging diesmal gut und die Fehlermeldung ist auch weg. Aber zumindest ist ein Ausbau zu viel. So, dann lagert mal ein. Da noch den. So rum geht's, aber jetzt waren da hinten, glaube ich, keine. I need to drill holes for the pegs. Also wir müssen erstmal gucken, dass wir hier wieder über 50% kommen. Damit dann neue Familien einziehen.
Schade, dass hier gar nicht drumherum gebaut wurde. Werkzeuge liegen da noch rum, wird nicht sich geholt. Keine Ahnung. Immer noch wegen Obdachlosigkeit, das ist verrückt. Das ist doch Schnee von gestern. So, das reicht dann erstmal wieder. Und dann machen wir lieber hier. Genau, Holz brauche ich erstmal nicht mehr. Ab in die Nahrung. It was simply a bad batch. These things do happen from time to time. So, jetzt sind wir im Plus erstmal. Don't be shy, brauchen wir neue Bewohner. Ja, jetzt müssen die Fälle trotzdem ganz hier rübergebracht werden, ja. Ja. Eine neue Familie. Geht in die Brennholzhütte.
Wo war jetzt noch die beste Fruchtbarkeit? Da und... Ah ja, hier. Okay. Lebensmittellager im Forsthaus. Nee, das macht keinen Sinn. So, für eine Familie ist noch Platz. Werkzeuge. Wofür brauchen wir eigentlich Werkzeuge? Für die Geschichten hier hinten? Nein. Let's get to work!
Ach ey, ich brauche ja eigentlich für so eine Hofstätte mehr, das habe ich schon wieder vergessen. Keine Beeren mehr, okay, dann nehmen wir euch erstmal wieder da raus. Dann setzen wir euch mal ins Forsthaus. Nehmen wir erstmal raus, hier so mitbauen. Die achte von mir ist auch da.20 Monate? Wow. Eigentlich möchte ich den Namen auch nochmal ändern. So, und dann ist tatsächlich die Frage, wie ich das mache. Zum einen möchte ich tatsächlich gerne hier runter. Das machen und zum anderen eigentlich gerne auch das hier oben. Wie machen wir das? Nur weil ich es noch nie gemacht habe. Okay, ich mache da Steine auf jeden Fall. Ne, warte mal, Steine habe ich noch. Steine habe ich noch.
Ja gut, ob die ausreichend sind, das weiß ich jetzt nicht. Sind überhaupt die Steine da hinten ganz? Oh Gott. Oh, ist wieder eine weitere Familie. Können wir nicht mal damit reinpacken? Elf Brote geklaut, Wahnsinn. Wieso produzieren die Bretter? Ich habe doch eigentlich gesagt, mindestens 5 Baumstämme müssen bleiben. Die hauen einfach die Baumstämme weg. Verstehe ich nicht. Ich erstmal Schluss.
Nee. Step right up and sample. You'll not find finer wares anywhere else. Wird jetzt trotzdem gebaut oder wie? Ja, na gut. Dann baut es erstmal. Deswegen ist ja auch noch was fertig. Sehr schön. Ja, kann man machen. Weil das Blöde ist, dieser Garnisonsturm, das muss ein Bug sein. Der muss mit jedem Ausbau, den man später macht, immer wieder neu mitgebaut werden. Und man zahlt ihn auch jedes Mal wieder mit. Das kann eigentlich nicht richtig sein. Andererseits müsste man in der aktuellen Version auch gar nicht weiter ausbauen, weil die Mauern bzw. Zäune wohl angeblich nichts bringen. Kann man sich also rein theoretisch auch die Ressourcen sparen, aber irgendwie ist es halt cool, auch das Ganze noch mit zu verwenden.
Das könnte ich ja eigentlich schon mal. Ah, ne, kann ich nicht, weil die müssen erstmal aufsteigen dafür. Und dafür fehlt Bekleidung. Das war relativ simpel. Aber der hier macht einfach aus Fellen, die ja da drin sind, macht einfach Leder. Steine müssten doch eigentlich auch erstmal reichen, oder? 75 Steine. Wie gibt's hier noch? 80, den kann ich ja nochmal. Die baue ich ja mal komplett ab. Und dann gucke ich mal, was ich mit dem Arbeiter, der dann frei wird, oder Arbeiter von mir, dann frei wird, was ich dann damit mache. Schon abgezogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hä? Ja, eigentlich hätte ich schon die Gemeinschaftsbäckerei haben wollen. Quatsch, die Hofbäckereien, Gemeinschaftsbäckereien. Kann man ja so oder so bauen. Das ist eine total blödsinnige Anzeige. Er holt sich ein Bauholz rein. Dadurch ist das Lager voll. Und dann meckert er rum, dass sein Lager voll ist. Naja.
Das wird mit Sicherheit noch geändert. Dadurch ist jetzt eine Familie weniger, aber nicht da, da auch nicht. Ach, der kann nur Bögen machen, deswegen kann man nichts ändern. Genau, eine Familie weniger, aber produziert jetzt halt Bögen. So. Das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte eigentlich erstmal das zweite Gebäude mit hinstellen. Der sollte noch gar nicht aufsteigen. Das war ein Fehler von mir. Das ist aber nicht weiter dramatisch. Interessieren würde es, wo sind die? Da ist das Lager, da ist ein Lager. Na gut. Das wollte ich eigentlich machen.
zwei größeren. You'll not find finer wares anywhere else. Nee, das mach ich anders. Stimmt, ich werde ja auch immer angegriffen. So, erstmal nur bauen.
mich jederzeit noch hinzufügen. Okay, ich brauche also 54 Bretter. Dann muss ich hier kurz mal aufhören zu produzieren. Schon. Machen wir das mal so. Das quasi erstmal die Waffenkammer. Aufwerten, ja. Ja, fällt mir gerade ein. Zusätzliche Familie kann ich schon machen.
64 Bretter, glaube ich, ne? Wie weit seid ihr hier? 17. Das wird schon fast wieder zu geradlinig da hinten. Immenreuth, wo ist denn Immenreuth? Dann wären es schon 16. Glaube ich, war so das 18.
Nehmen wir mal kurz alles aus. Können Sie es mal bauen. Hier habe ich ja noch gar nichts gemacht. Tauschen wir mal die Farben, oder? Nee. Nee, Moment. So machen wir das. Come on, laddie. I do hope we have enough wood to finish this.
embarrassing to run out halfway through. Ist da noch ein Gebäude zwischen? Ja. Locker. Aber da kriege ich jetzt eventuell keine Türme mehr ran. Naja, ich denke, das sollte jetzt erstmal reichen. Beim nächsten Mal werden wir das Herrenhaus weiter ausbauen und hier vor allem auch nicht nur den Rennofen, sondern auch die Waffen- und Schildproduktion in Gang bringen. Das soll hier in der Mitte geschehen. Und genau, dann bereiten wir uns zum einen auf die Roller vor, die da kommen werden. Und zum anderen eben auch auf die Räuberlager unterwegs. Genau. Das ist so Abend fürs nächste Mal. Und jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da, kommentiert gerne, was ihr von dem neuen Start haltet, was ihr von dem Spiel an sich haltet. Und ja, wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Und ansonsten nochmal, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.